Für nahezu ein halbes Jahrhundert teilte der Eiserne Vorhang Europa von der Barentssee bis zum Schwarzen Meer in Ost und West. Wo einst der Grenzstreifen des Eisernen Vorhangs Europa in West und Ost teilte, konnte sich die Natur frei entfalten. Heute ist das Grüne Band das längste ökologische Verbundsystem der Welt. Es zieht sich vom hohen Norden Europas bis ans Schwarze Meer. Basierend auf einer Idee vom EU-Abgeordneten Michael Kramer wurde entlang des ehemaligen Grenzstreifens auf 10.400 Kilometern ein Radweg geschaffen. Am Iron Curtain Trail wird europäische Geschichte, Politik, Natur und Kultur erlebbar gemacht. Die Radroute, die als europäischer Fernradweg, als Eurovelo 13 markiert ist, verbindet viele Mahnmale, Gedenkstätten und Museen, die an die Geschichte der Teilung Europas und deren Überwindung durch die friedliche Revolution 1989 erinnern. Zugleich erschließt der Radweg dabei die einmaligen Biotope der früheren Sperrzonen, die durch die jahrzehntelange Nutzungsruhe und Abgeschiedenheit entstanden sind. Entlang des Weges sind sowohl die Teilung als auch das Zusammenwachsen des Kontinents erlebbar und im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar. Durch einzigartige Natur an der Grenze von Niederösterreich zu Tschechien und der Slowakei verläuft ein besonders schönes Teilstück des europäischen Langstreckenradwegs. Im Abschnitt von Gmünd, České Velenice bis Bratislava lernen Sie auf 406 Kilometern die Kultur von drei Ländern und drei unterschiedlichen Landschaften kennen. Von der waldreichen böhmischen Masse in Südböhmen und im Waldviertel gelangen Sie bei den Städten Retz und Znojmo in die sanfthügelige Landschaft mit Weingärten und Kellergassen in Südmähren und im Weinviertel bis hin zur Auenlandschaft entlang der March an der slowakisch-österreichischen Grenze. Sehenswerte Bauwerke, malerische Kleinstädte, UNESCO-Weltkulturerbe und einzigartige Natur sowie abwechslungsreiche Kulinarik begleiten Sie dabei. Auf 10 Etappen gelangen Sie von České Velenice, Gmünd, am Eurovelo 13 bis Bratislava. Highlights entlang der Strecke sind Gmünd, České Velenice, Litschau, Slavonice, Drosendorf, Hardegg mit Burg und Nationalpark Thayertal, Poddi, Znojmo, Retz, La an der Thaya, Mikulov, UNESCO-Weltkulturerbe-Landschaft Lednice-Waltice, Hohenau, Marchegg, Schloss Hof, Burg de Wien, Bratislava. Das Land an der heutigen Grenze zwischen Böhmen, Mähren und Österreich sowie der Slowakei ist seit jeher besiedelt. Durchkreuzt von Handelswegen, geprägt von wichtigen historischen Ereignissen und Wendungen sowie Menschen, die durch ihre Arbeit die Landschaft vor Ort prägten, ist dieser Abschnitt Europas gekennzeichnet. All dies spiegelt sich in den Legenden und Geschichten wider, die bis heute erzählt und erinnert werden. Für die Gäste sichtbar werden diese durch Illustrationen und Stories an insgesamt 82 Standorten. Infotafeln entlang der 406 Kilometer langen Strecke lassen Sie in die Kultur und Natur der Region eintauchen. Geschichten des Zusammenwachsens, Erlebnisse vergangener Tage und Einblick in das Heute sind hier erlebbar. Die Comiczeichnungen erwecken die Geschichten und Ereignisse zum Leben. Was an diesem Radweg besonders fasziniert? Jeder, der den Iron Curtain Trail befährt und fröhlich zwischen den Ländern hin und her pendelt, ist auch Teil eines Happy Ends. Nämlich jenem Happy Ends, das dieses so zentrale Kapitel unserer eigenen Geschichte genommen hat. Sie lernen unterschiedliche Kulturen und Kulinarik kennen.
Der Iron Curtain Trail, vom Land der Erdäpfel, Mohn und Bier im Waldviertel Südböhmen, ins Kürbisland bei Retz und ins Zwiebelland bei Lahn der Theier, zu den Znaimer Gurkeln und weiter ins Land der Weinviertler Weinberge, wo ein gutes Glas grüner Veltliner nicht fehlen sollte. Vor allem in Südmähren und Südböhmen locken die bekannten süßen Verführungen. Da die Strecke immer wieder zwischen Österreich und Tschechien bzw. der Slowakei hin und her pendelt, ist die Mitnahme eines Reisepasses oder Personalausweises erforderlich. Entlang der gesamten Strecke warten radfreundliche Betriebe in Österreich und die Zyklisten Vitani, Radfahrer willkommen, in Tschechien auf Sie. Diese Betriebe sind auf die besonderen Bedürfnisse der Radfahrer spezialisiert. Wo Sie diese Hotels und Restaurants entlang der Strecke antreffen, finden Sie auf www.ev13.eu. Für ein optimales Raderlebnis empfehlen wir Ihnen, mit Trekkingrädern unterwegs zu sein. Es gibt auch kurze Abschnitte zwischen Hardegg und Retz, die für Mountainbikes geeignet sind. Folgende Startpunkte sind entlang vom Iron Curtain Trail per Bahn von Wien aus erreichbar: Gmünd, Retz, Lahr an der Theier, Hohenau an der Mar. Der Eiserne Vorhang-Radweg im Abschnitt Gmünd bis Bratislava. Natur und Kultur im Herzen Europas am Rad erleben.